Mit diesem Gartenprojekt und bei hammermäßigem Wetter eröffne ich die Gartensaison 2019. Es hat mich wirklich eine Menge Zeit, Schweiß und vor allem Nerven gekostet, endlich hier relaxen zu können. Wie ich es am Ende aber doch geschafft habe, in meiner Hobbywerkstatt mit nur ein paar Maschinen diesen abgefahrenen Lounge-Sessel zu bauen, das erfährst du direkt nach dem Intro. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Dieses Video hier ist in Zusammenarbeit mit der Distelhäuser Brauerei entstanden. Das ist bei mir eine Brauerei in der Umgebung. Und die hatten mich gefragt, ob ich nicht mal Bock hätte, was mit denen zu machen. Ja, und ich fand die Idee erstmal ziemlich spannend. Und nachdem ich dann gemerkt hatte, dass da wirklich ein paar coole Leute mit dem Boot sitzen und wir auch richtig coole, kreative Ideen hatten, wie ihr gut erkennen könnt, hatte ich mir gedacht, klar, bin ich auf jeden Fall dabei. Und ich denke mal, das habe ich und ihr auf jeden Fall nicht bereut. Während meiner Recherche im Internet bin ich auf dieses abgefahrene Projekt gestoßen. Im Nachhinein hat sich das aber als wesentlich komplizierter herausgestellt als anfangs gedacht. Nachdem ich mich dann aber fast in den unendlichen Weiten von geodätischem Kuppelbau, sphärischer Triangulation, Kreisabschnittsberechnung, Quantenmechanik, Stringtheorie fast verloren hätte, war ich kurz davor aufzugeben. Doch genau da kamt ihr ins Spiel. Ich habe dann auf Instagram einen Hilfeaufruf gestartet, wo ich einfach mein Problem beschrieben habe und daraufhin haben sich so viele Leute gemeldet. An der Stelle will ich mich schon mal ganz arg bedanken und zwar einmal beim Carsten, beim Pero, beim Laurenz und beim Crazy Timber und ganz besonders will ich mich beim Carsten und beim Laurenz bedanken, die mir durch ihre Grafiken und ihre vielen Lösungsvorschläge richtig geholfen haben. Auch an dich, Pero, vielen, vielen Dank, auch für die beiden Telefonate. Also ohne euch, Jungs, hätte ich das Ganze niemals starten können. Inzwischen sind 2 Tage vergangen, weil ich nämlich noch, wie gesagt, auf die fertigen Pläne gewartet habe. Und Leute, hier präsentiere ich sie euch. Ich habe ja gerade eben schon einen Shoutout an so ein paar Leute gemacht. Und da nochmal ganz, ganz besonders, Leute, diese Pläne hier, all das, was ihr gerade seht, das habe ich vom Laurenz Degenhardt. Also der hat sich da wirklich, ich habe da viel mit ihm drüber geredet, ja, und er hat mir da richtig, richtig viel dabei geholfen. An der Stelle nochmal ganz persönlich von mir vielen Dank. Ohne dich wäre das Projekt hier wirklich nicht möglich gewesen. Und schaut euch einfach mal an, was dabei rausgekommen ist. Und ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass es so kompliziert wird. Ich werde jetzt hier einfach mal durchgehen. Das ist ja auch schön gestaffelt, ja, also wirklich Stückzahl und auch welche Art von Teilen das jetzt genau sind. Was aber natürlich wichtig ist, weil das sind, glaube ich, oh Gott, ich weiß es jetzt noch gar nicht, aber ich tippe mal auf knapp 100 Einzelteile, ja, und dass man die auf jeden Fall immer schön markiert, damit man da auch ja nicht den Überblick verliert. Ich habe jetzt folgendes Problem, und zwar die Winkel, die ich hier zusägen muss, die kann ich an meiner Kappsäge gar nicht einstellen. Die Winkel sind auch relativ komisch, ja, es sind 3 verschiedene Winkel, die ich an der Kappsäge, wie gesagt, so nicht sägen kann, deswegen werde ich mich jetzt dazu, oder habe ich mich dazu entschieden, mir jetzt 3 verschiedene Jigs dafür zu bauen. Ich könnte es jetzt zwar auch an der Tischkreissäge machen, ja, aber da müsste ich mir auch entsprechende Jigs bauen und von daher, ihr wisst, wie sehr ich Kappsägen liebe, und apropos, hier ein kleiner Spoiler, da kommt bald ein neues Teil. Ich bin schon mega gespannt drauf. Wenn euch das interessiert, abonniert diesen Kanal und bleibt dran. Und da ich wirklich so viele Einzelteile hier habe, lohnt es sich auch, dafür Jigs zu bauen. Und die werde ich jetzt einfach mal aus so ein paar Resthölzern, ich hoffe mal, ich habe noch das passende da, aus meiner Restholzkiste bauen. Die 3 Winkel, die ich zusägen musste und nicht auf meiner Kappsäge möglich waren, waren 55,57 Grad, 62,22 Grad und 60 Grad. Wie ihr schon merkt, ja, die Winkel müssen alle im Zehntelmillimeterbereich liegen und umso besser ist hier, wie gesagt, dafür ein Jig geeignet, weil er auch gewährleistet, dass bei einer Höhenstückzahl von Teilen die Wiederholbarkeit der einzelnen Schnitte auch wirklich gewährleistet ist. Wie genau man sich so einen Jig baut, was übrigens echt einfach ist, das erfahrt ihr in dem entsprechenden Video Tipps und Tricks zum Thema Werkstatt selber bauen. Dort ist dieser Jig unter anderem beschrieben, zwar in einem anderen Winkel, aber die Winkel kann man ganz einfach anpassen und die Bauweise bleibt absolut die gleiche. Nachdem ich die 3 Jigs fertiggestellt hatte, wollte ich es natürlich auch mal direkt testen und habe schon einmal das erste Dreieck zurechtgeschnitten. So, nach ewigem Hin und Her überlegen habe ich jetzt endlich mal die ersten 3 Teile fürs erste Dreieck zugeschnitten, habe sie zusammengelegt und war erstmal mega schockiert, ja, es passt überhaupt nicht. Ich zeige euch das einfach mal. Wenn ihr die Schnittflächen seht, dann seht ihr, die sind doppelgeneigt, ja, da ist quasi so eine Doppelgärung drin. Einmal hier, dieser Winkel, den ich halt benötigt habe und dann ist das Ganze nochmal schräg zu einer anderen Seite hin abgeschrägt. So habe ich es zumindest gemacht. Wird dann einfach hier an diesen
Flächen hier zusammengefügt und dann würde das hier unten noch drankommen und da seht ihr auch schon, ja, also das passt auf jeden Fall nicht, ja. Ich war erstmal mega geschockt und habe mir gedacht, okay, verdammt, ich habe irgendwas falsch gemacht. Aber dann, ich bin so eine hohle Nuss, Leute, mehr kann ich dazu echt nicht sagen, denn dann ist mir Folgendes aufgefallen. Ich habe mir bisher immer nur diese Zeichnungen hier angeschaut. Ich habe irgendwie nicht wirklich darüber geguckt, aber genau hier liegt der Schlüssel nämlich drin. Und da kann man ganz deutlich erkennen, dass eine Seite der Länge nach abgeschrägt ist. Man kann also die Wölbung, die sich später ergeben soll, auf zwei Arten konstruieren. Zum einen, so wie ich es gemacht habe hier, mit dieser Doppelschräge an den Gehrungen oder indem man zum Beispiel so ein Brett hier der Länge nach anschrägt. Und deswegen hat es natürlich am Ende nicht gepasst. Ich will aber nur sagen, man kann es auf beide Arten machen, aber der Plan, den ich verwende, der befasst sich mit der Methode, das hier der Länge nach anzuschrägen. Und an welcher Maschine kann man das wohl besser machen, außer an der Tischkreissäge? Ich habe mir das Ganze auch schon näher angeschaut. Ich habe drei verschiedene Winkel, die ich jetzt zusägen muss. Aber überwiegend handelt es sich hier um einen Winkel von 11,23 und 9 Grad. Warum das Ganze? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ja, es steht auf dem Plan drauf und genau deswegen werde ich es so machen. Für das Neigen von dem Sägeblatt nehme ich hier wieder meinen digitalen Winkelmesser. Zunächst einmal tue ich den Eichen. Und jetzt kommt das Ganze hier rüber. Jetzt bringe ich das Sägeblatt auf genau 90 Grad. Jetzt tue ich es wieder Eichen. Und jetzt neige ich das Ganze auf 9 Grad. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher, aber man sagt immer, dass ein Sägezahn oben oder der höchste Sägezahn immer noch komplett rausschauen soll. Aber ob es jetzt ein bisschen niedriger ist oder ein bisschen höher, ich glaube, schreibt einfach in die Kommentare, was ihr denkt, dass die ideale Sägeblatt-Höheneinstellung ist, um einen guten Schnitt hinzukriegen. Wenn man schräge Schnitte an so schmalen Teilen macht, dann kann es schon mal vorkommen, dass der Parallelanschlag zu nah an das Sägeblatt herankommt. Hier kann man sich einfach mit so einer kleinen Hilfsleiste behelfen. Dadurch gewinnt man auf jeden Fall noch mehr Abstand zum Sägeblatt und kann dadurch auch wesentlich sicherer an der Tischkreissäge arbeiten. Ab diesem Moment ging es wirklich nur noch darum, unglaublich viel Material zuzuschneiden. Insgesamt waren es 64 Meter, die ich einer Tischkreissäge zugesägt habe. So circa alle 5 Balken habe ich auch immer wieder mal die Winkel kontrolliert, ob sie auch noch stimmen. Nachdem ich die ersten 32 Meter mit 9 Grad zugesägt hatte, waren nun die nächsten 32 Meter mit 11,2 Grad dran. Hier will ich jetzt echt meine Lanze brechen für meine neue Tischkreissäge und ganz besonders für das Sägemodul von Triton. Bei dem Projekt kam es wirklich extrem auf Genauigkeit an und diese Maschine hier hat mich wirklich nicht im Stich gelassen. Für das Projekt hat das Ding absolut super funktioniert. Nachdem ich alle Balken einer Tischkreissäge zugesägt hatte, sägte ich nun an meiner Kappsäge die Balken in ihre Einzelteile zurecht. Und bei 120 Einzelteilen hat das Ganze ein wenig gedauert. Nun konnten auch endlich meine Vorrichtungen zum Einsatz kommen für das Sägen der Winkel. Wenn ihr die Vorrichtung einer Kappsäge ausrichtet, muss das Ganze sehr genau gemacht werden. Und hier ist es ein extremer Vorteil, wenn eure Kappsäge einen Laser hat. Dadurch lässt sich das Ganze wirklich perfekt austarieren. Wenn man das Ganze dann erfolgreich ausgerichtet hat, ging es nur noch um eine Sache. Sägen, sägen und nochmals sägen. Diese Aufgabe gehört leider auch zu dem Projekt, und zwar alle Einzelteile wirklich zu markieren, ja, damit ich auch ja nicht den Überblick verliere und am Ende auch hoffentlich alles zusammenpasst. So, der große Moment ist jetzt eigentlich schon gekommen. Ja, die ersten beiden Dreiecke, wie ihr hinten seht, die habe ich schon mal provisorisch zusammengelegt. Und ich wollte euch einfach mal kurz zeigen, wie ich das vorhabe zu machen. Ich habe ja diese Klötze hier hergestellt, die immer genau quasi das Gegenstück dann zu den jeweiligen Winkeln bieten.
kommen dann hier so in die Ecke rein. Ja, und die benutze ich halt zum Ausrichten von dem ganzen Dreieck. Ja, und wie gesagt, und bevor ich jetzt hier ans Verleimen gehe, ja, oder an die Gesamtmontage, will ich jetzt erst einmal so ein Pentagon zusammenlegen und einfach mal zu schauen, ob das passt. Das ist, wie gesagt, der erste Moment, wo ich das überhaupt mal teste, und wir drücken uns die Daumen. Die Idee, mit Schraubzwingen die einzelnen Dreiecke zu fixieren, habe ich gleich verworfen, weil es einfach so viele sind, ja, und ich habe einfach nicht genug Schraubzwingen dafür, und ich will auch ehrlich gesagt nicht so lange warten. Das heißt, die Methode mit diesem Panzertape hier teste ich jetzt auch mal, ob ich damit die Dreiecke einigermaßen vernünftig zusammenbekomme. Ich habe jetzt die 5 Dreiecke mal zusammengelegt. Hier ist jetzt natürlich noch der Spalt offen, ja, weil das Ganze im Endeffekt noch so nach innen gewölbt ist. Und genau das wollen wir jetzt auch mal testen, ob das ungefähr ausgeht. Und da werde ich jetzt die einzelnen Rahmen auch nochmal hier ein bisschen mit Panzertape verbinden. Schauen wir mal, ob das reicht. Und wenn ich das jetzt so nach oben hebe, hier in der Mitte, dann müsste das nach innen so zusammenklappen. Oh, holy shit. Oh, Leute. So, aus der Perspektive erkennt ihr das jetzt auch besser. Also ich packe das nochmal hier in der Mitte, heb das einmal hoch. So, und wie ihr seht, ich muss das jetzt so festhalten. Ja, ey, heiliger Strohsack hier. Guckt mal, Leute, ja. Also da ist wirklich kein Gap im Moment dazwischen. Und die Ecken treffen sich eigentlich auch fast perfekt. So macht es doch schon mal einen ganz guten Eindruck. Und damit kann man weiterarbeiten. Ich habe mir jetzt hier an den Ecken, wo ich später dann auch verleimen werde, noch so kleine Plastikfetzen untergelegt von der Mülltüte, die ich zerschnitten habe. Einfach damit meine Werkbank nicht mit Leim voll tropft. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, ja, das Ganze so wie gerade eben, ja, also nur halt jetzt mit Leim einfach zu verbinden und dann ein bisschen trocknen zu lassen. Leute, ich kann euch eins sagen, 40 Rahmen, 120 Einzelteile. Dass ich so weit gekommen bin, ja, hätte ich mir am Anfang gar nicht vorstellen können. Auf jeden Fall habe ich es gepackt, ich bin fix und alle. Ja, und jetzt geht es einfach an den nächsten Schritt, und zwar einmal hier bei den Rahmen. Ich habe übrigens jetzt hier, der Pero hat mich besucht, das ist auch so ein Maker, super korrekter Typ, und der hat mir so ein bisschen Papierklebeband mitgebracht, dass er für diese Art von Arbeit ideal geeignet ist. Ist auch wirklich so, tolles, tolles Band, kann ich euch mal unten in die Videobeschreibung legen, wenn ich es irgendwo im Internet finde. Was jetzt aber noch gemacht werden muss, sind zum Beispiel hier solche Überstände, ja, das ist halt ab und zu vorgekommen, ist aber auch völlig normal, gar nicht weiter schlimm. Die muss ich jetzt quasi noch runterschleifen, ja, hier sieht man es auch so ein bisschen. Also diese Überstände müssen quasi weg, und dann werde ich hier noch das Ganze jeweils mit Schrauben, ja, also einmal von der Seite und dann einmal von der Seite noch rein, ja, werde ich jede Ecke quasi mit 2 Schrauben stabilisieren. Das wird auch noch mal eine Menge Arbeit, aber ich habe es mir ja so ausgesucht. Nach langem Überlegen habe ich mich nun endlich, denke ich mal, mich endlich dazu entschlossen, wie ich jetzt die ganzen Einzelteile hier verbinde. Ursprünglich geplant, und ich denke, das ist auch die beste Methode, wenn man hier mit so Bolzen arbeitet, also dass man hier wirklich jeweils hier und hier so einen Bolzen durchmacht und das halt von beiden Seiten dann mit einer Hutmutter oder mit einfach 2 Muttern kontert. Ich komme jetzt mit beim Akkuschrauber gar nicht mehr so richtig daran, ja, um diese Teile zu bohren, zumindest nicht von innen, ja. Und von außen wird es relativ schwierig. Ich habe ja hier diese Schräge drin, ja, und ich muss rechtwinklig, also orthogonal zu dieser Schräge, die Löcher bohren. Und es muss auch wirklich auf einen Millimeter stimmen oder zumindest auf einen Grad genau, ja, weil sonst treffen sich nämlich die beiden Löcher nicht. Und das ist mir einfach A, zu aufwendig, und B, ist mir das auch zu tricky, ja, wenn ich das jetzt, ich müsste da irgendwie
Gott, keine Ahnung, wie viele Löcher müsste ich da bohren? 100 Stück. Und die müssten alle wirklich sehr präzise sein. Deswegen habe ich mich jetzt einfach dazu entschlossen, ich mache es nicht so. Ne? Und die einfachste Methode ist wirklich, ich habe da auch auf Instagram, ja, ich habe da unglaublich viele Leute gefragt. Da auch nochmal Leute, vielen, vielen Dank an all die Ideen, Tipps und Tricks, die ihr mir da dazu gegeben hat. Ich hatte mir auch schon überlegt, das Ganze mit Flachdübeln und nur mit Leim zu machen. Das wäre natürlich die eleganteste Methode. Das Problem ist nur, das Teil soll ja für den Außenbereich geeignet sein. Von daher sind, glaube ich, Flachdübel und nur Leim keine wirklich dauerhafte Verbindung. Da war jetzt gerade eben mein Sohn, der hat mich gerade zum Essen gerufen, deswegen mache ich jetzt mal ganz schnell fertig. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich werde jetzt einfach die einfachste Methode verwenden, und zwar das Ganze einfach zu verschrauben. Ist vielleicht nicht die eleganteste, aber ich versuche es einfach so geschickt zu machen, ja, dass es am Ende möglichst gut aussieht. Laut dem Plan, den mir der Laurenz ja gemacht hat, hätten diese ganzen Bohrungen, hätte ich schon vorher machen sollen, bevor ich das Ganze hier verschraube. Allerdings war mir das auch da, also mir war das ein bisschen zu tricky, weil ich da schon wusste, die Löcher müssen sich wirklich auf einen Millimeter genau treffen. Und ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich alles generell ja so genau hinbekomme. Jetzt im Nachhinein, ja, das kriegt man auf jeden Fall hin. Und würde ich das Ding nochmal bauen, würde ich auf jeden Fall die Löcher vorher bohren. Allerdings in dem Zustand, so wie es jetzt ist, ist für mich, wie gesagt, das Schrauben die einfachste und vor allem schnellste Methode. Zum Montageablauf wollte ich noch Folgendes sagen. Oft werden ja solche geodätischen Kuppeln von unten nach oben aufgebaut. Ich werde es gerade andersrum machen. Also ich werde jetzt quasi an der Spitze anfangen. Einfach weil ich, falls da jetzt irgendwas nicht passen sollte, wie gesagt, ja, bis zum Schluss kann ich das nicht wirklich sagen. Ich gehe mal davon aus, dass erst wenn das letzte Dreieck eingefügt ist, man abschätzen kann, ob es überhaupt passt. Ja, und genau aus dem Grund baue ich einfach von der Kuppel her nach oben runter. Ja, weil ich quasi, wenn irgendwas nicht stimmen sollte, habe ich unten hin mehr Luft, ja, dass es sich hoffentlich irgendwie ausgeht. Wenn ich das Ding nämlich nach oben hinzubauen würde, ja, würde ich da oben dann wiederum null Spiel. Also auf die Art und Weise hoffe ich einfach, dass das Ganze auf jeden Fall funktionieren wird. Die Markierungen für die Schrauben werde ich mir übrigens alle vorher anzeichnen, damit es auch nachher ein schön einheitliches Schraubenbild gibt. Zum Verschrauben benutze ich ja übrigens meinen Schlagschrauber, einfach weil hier das Gehäuse wesentlich kleiner ist und ich dadurch besser in diese Aussparung hier reinkomme. Und außerdem geht es mit dem Ding verdammt schnell. Okay, Leute, das ist jetzt auch ein wirklich spannender Moment. Ja, das ist quasi wie bei einem Puzzle. Jetzt sehen wir, glaube ich, zum ersten Mal und auch ich, ob das Ganze wirklich so passt. Denn wenn es jetzt nämlich passt, dann gehe ich mal ganz stark davon aus, dass der Rest auch funktionieren wird. So, meine Lieben, Trommelwirbel bitte. Ich kann nicht umsehen. Leute, ich hole euch mal ein bisschen näher ran, okay? Also ich würde sagen, das ist genau dieser Moment. Wenn du Ewigkeiten an einem Projekt arbeitest und dann siehst, ob das Ganze passt. So. Ja, ein bisschen straff. Aber wenn man es reindrückt, Leute, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Also ich finde, das hier ist schon mal eine richtig gute Basis, um mit viel Motivation jetzt weiterzumachen. Leute, es ist fast geschafft. Ich kann es ehrlich gesagt noch immer nicht ganz glauben, dass ich wirklich schon so weit bin. Und wie ich es ja bereits am Anfang des Videos gesagt habe, am Ende, also wirklich erst beim allerletzten Teil, weiß man eigentlich erst, ob das Ganze auch wirklich, wirklich passt. Ja? Und genau das, meine Lieben, werden wir jetzt einfach mal testen. Ich habe jetzt hier schon mal die beiden anderen Dreiecke mit Schraubzwingen befestigt, ja, und werde jetzt einfach mal schauen, wir werden einfach mal schauen, ob sich die ganze Mühe gelohnt hat. Meine lieben Damen und Herren, ich präsentiere euch die geodätische Kuppel 2019.
Ich habe total vergessen, euch noch so ein paar Detailaufnahmen von dem ganzen Ding hier zu zeigen. Und das werde ich jetzt am besten einfach mal nachholen. Das interessiert euch bestimmt sicherlich auch. Ich werde euch auch so ein paar Sachen zeigen, die besonders gut funktioniert haben und ein paar Kleinigkeiten, wo es jetzt nicht ganz perfekt war. Ja, aber ihr seht es ja auch schon hier. Also diese ganze Berechnung, all das hat sich wirklich, wirklich gelohnt, weil sich diese Symmetrie einfach wirklich über die ganze Konstruktion bis auf so ein paar ganz kleine Ausnahmen durchzieht. Und da zeigt sich halt mal wieder, dass eine gute Planung wirklich das A und das O ist. Wo es ein bisschen, ja, nicht ganz so gut gepasst hat, 100%, ist zum Beispiel hier in dieser Ecke hier. Ja, gerade so beim Abschluss gab es manchmal, nicht überall, gab so einen Überstand. Ja, aber an der Stelle war das auch überhaupt nicht schlimm, dass er, wie gesagt, der Abschluss ist und mir auch da gezeigt hat, der Grundaufbau von dem ganzen Ding oder die Grundmontage, wie ich mir das überlegt habe, war doch das Richtige quasi. Ich habe ja vom Dach begonnen und habe mich dann nach außen hin weitergearbeitet. Wenn die Dinger größer sind, wird quasi vom Boden zum Dach hin gearbeitet. Ja, aber wären da irgendwelche Ungenauigkeiten gewesen. Hier am Ende hätte sich alles in genau diesem Punkt hier getroffen. Und wenn da irgendwas nicht gepasst hätte, wäre das meiner Meinung nach wesentlich ärgerlicher und schwieriger zu korrigieren gewesen, als wenn es, wie gesagt, hier oben am Ende des Rahmens ist. Ja, das Ganze habe ich ja, wie gesagt, hier bei uns im Garten steht so ein großer Nussbaum. Ja, und da ist hier so ein schöner Ausleger, der mich auch ganz, ganz sicherlich hält. Ihr habt es ja gesehen. Ja, und da habe ich das ganze Ding einfach mit so einer, die Schnur hier, das ist so ein Abschleppseil. Ja, und diese anderen hier, die sind quasi noch von so einer alten Schaukel, die wir hatten. Aber das Ganze hält wirklich wunderbar und ist verdammt bequem. Auf der Außenseite sieht es ja wirklich fast schon perfekt aus. Auf der Innenseite war es manchmal oder stellenweise etwas schwieriger, wie ihr hier zum Beispiel auch erkennen könnt. Ja, da gab es ab und zu so kleine Gaps und da habe ich ja auch während dem Bau dann ja, so ein bisschen die Kanten oder die Ecken ein bisschen weggeschliffen. Ja, aber an sich hier zum Beispiel eine besonders gute Stelle, da hat das Ganze schon wirklich perfekt gepasst. Ich würde euch jetzt auch gerne alle anderen Stellen zeigen, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr, die Polster hier runterzunehmen. Aber ihr habt sie, wie gesagt, beim Bau auch schon zu Genüge bewundern können. Tja, was soll ich da sagen, Leute? Ich glaube, wir sind da einer Meinung, wenn ich sage, besser kann man in den Frühling eigentlich gar nicht starten. Und da kann der Sommer auf jeden Fall kommen. Und während ich hier so gemütlich mit euch abhänge, besprechen wir noch mal ganz kurz so ein paar Sachen bezüglich des Baus und auch generell, was jetzt vielleicht noch gemacht werden sollte. Was hier auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist natürlich noch eine Oberflächenbehandlung. Wenn ihr dieses Ding hier irgendwie selber nachbauen solltet, dann ist es natürlich euch vollkommen überlassen, was ihr da wählt. Am liebsten würde ich es genauso lassen, ja, aber natürlich, da das Ding im Außenbereich hängen soll, muss da auf jeden Fall noch was drüber. Und ich habe mich dafür so ein Öl von Osmo für den Außenbereich entschieden, damit einfach der natürliche Look von dem Holz hier noch möglichst gut erhalten bleibt. Wenn ihr jetzt mit dem Gedanken spielt, Mann, so ein Ding würde ich mir auch gerne bauen, dann würde ich dem Ganzen auf einer Skala von 1 bis 10 beim Schwierigkeitsgrad definitiv eine 8 geben. Ja. Pro würde ich hier auf jeden Fall sagen, also was für dieses Projekt hier spricht, einmal, man braucht nicht wirklich viele Maschinen, habt ihr ja auch gesehen, also überwiegend eigentlich eine Kappsäge und mal zwischendurch kurz eine Tischkreissäge. Und die Arbeitsabläufe sind wirklich ziemlich simpel. Also wenn man es mal raus hat, dann ist es einfach nur, dass man die Schnitte immer und immer und immer wieder macht. Ja, es ist einfach eine Menge Zeit, aber das sind, wie gesagt, die Pro-Punkte. Einmal, man braucht nicht viele Maschinen und zum anderen, die Abläufe sind relativ simpel. Was natürlich gegen das Projekt spricht, ja, ist einmal ganz klar die Zeit und der Aufwand, Leute. Ja, also es ist wirklich auch für mich mit keinem Projekt vorher zu vergleichen. Ja, es war am Anfang echt schwierig, die Planungsphase. Ja, also nochmal hier, ja, vielen, vielen Dank, Laurenz. Ja, du hast mir, ohne dich wäre das, wie gesagt, alles überhaupt nicht möglich gewesen. Da würde ich jetzt hier gar nicht so schön drin chillen. Ja, also hier nochmal vielen, vielen Dank. Ja, aber wenn ihr dann mal wirklich den Plan habt, ja, dann ist das Ganze ja aufgrund der Menge auch ja, einfach unglaublich viel. Auch die Genauigkeit ist echt eine verdammt wichtige Rolle bei dem Ganzen. Ich habe es wirklich immer versucht, auf 1/10 Millimeter genau zu machen. Und da ist auch noch ein Punkt, ja, der quasi alle anderen verbindet, Geduld. Ja, also wenn ihr sowas, was ihr bauen wollt, dann braucht ihr definitiv Geduld. Glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung. Und das solltet ihr auf jeden Fall mitbringen. Aber am Ende kann ich, über allem steht, kann ich euch definitiv sagen, wenn ihr es habt, ist es einfach nur der Hammer. Bereits anfangs des Videos habt ihr ja gesehen, dass ich hier Fichtenbalken verwende. Also bei den Materialien ist es, wie gesagt, das sind Fichtenbalken, gehobelt und angefasste Kanten. 34x54 mm, ja, ist ein recht komisches Maß, aber bei mir im Baumarkt um die Ecke war das nun mal das passende Material. Und ja, der Gesamtwert, ich habe ca. 100 Euro für das Holz bezahlt, ja, plus natürlich noch die Edelstahlschrauben. Da will ich am besten gar nicht drüber nachdenken, vor allem auch, wie viele ich hier versenkt habe. An der Stelle noch mal ganz kurz, soweit ich mich erinnern kann, habe ich
64 Meter Material an der Tischkreissäge zugesägt, insgesamt 240 Winkel zugeschnitten. Genau, und dann habe ich insgesamt, Gott, schlag mich tot, vielleicht 200 Edelstahlschrauben in dem ganzen Ding hier versenkt. Ja, aber da bin ich immer so der Meinung, lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Aber alles in allem genau, das ist so die Materialübersicht. Aber jetzt mal unabhängig davon, wie viel es gekostet hat, hat sich der ganze Bau auf jeden Fall gelohnt. Irgendwas fehlt hier aber noch. Irgendetwas, womit es hier so richtig gemütlich wird und ich nie wieder aufstehen muss. Was ist das denn? Sieht komisch aus, aber sieht irgendwie aus wie ein Getränkehalter. Tja, jetzt fehlt mir nicht nur noch das Passende dazu, oder? Ja, genau davon habe ich geredet. Ein gutes, alkoholfreies Naturradler. Perfekt. Jetzt muss ich wirklich nie wieder aufstehen. Während ich das Ding hier gebaut habe, habe ich auch auf Instagram ganz viel darüber berichtet. Und wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann holt das am besten jetzt mal direkt nach. Und wenn ihr das schon macht, folgt mir auch direkt auf Facebook oder besucht mich mal auf meiner Homepage. Auf jeden Fall haben mich da auf Instagram ganz viele Leute gefragt, ob es dazu auch Baupläne gibt. Also natürlich gibt es dazu einen Bauplan. Ja. Allerdings kann ich den jetzt so in der Form leider nicht veröffentlichen. Ich arbeite gerade an so einer leicht abgewandelten, etwas vereinfachten Form. Auf jeden Fall alle Angaben und Maße, die man dann quasi bräuchte, um das Ding allerdings genau in der Größe hier nachzubauen. Sobald sich hier irgendwie der Durchmesser ändert, denke ich mal, verändern sich auch alle Maße. Ja. Aber wie gesagt, ich arbeite daran und sobald diese Baupläne, sobald es die geben wird, werde ich das auf jeden Fall unter diesem Video hier verlinken oder wie gesagt auf Instagram darüber berichten. Also hier auch nochmal, folgt mir und dann bleibt ihr auf jeden Fall ganz nah dran. Apropos Baupläne, ich habe ja schon den Bauplan für meine selbstgebaute Tischkreissäge, den habe ich jetzt auch schon fertig. Ich arbeite gerade nur noch daran, den online zu stellen und an all die Leute, die da schon ganz, ganz heiß drauf warten, hier nochmal Leute, wartet weiterhin ganz, ganz heiß drauf. Ja, es kommt auf jeden Fall. Ich weiß, ich wollte sie schon etwas früher zur Verfügung stellen, aber ganz bald werden sie da sein und auch hier auf Instagram werdet ihr es als erstes erfahren. Ansonsten, Leute, kann ich euch nur allen vielmals dafür danken, dass ihr heute mal wieder dran geblieben seid bis zum Schluss und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video natürlich direkt mal den Daumen hoch und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann holt das jetzt am besten mal direkt nach. Und wenn ihr das schon macht, dann vergesst auch nicht, das Benachrichtigungsglöckchen zu aktivieren. So werdet ihr über alle neuen Videos von mir immer direkt informiert. Wenn dich interessiert, welche Maschinen und Werkzeuge ich jetzt in dem Video oder all meinen anderen Videos verwendet habe, dann klick am besten jetzt mal direkt unten. Scheiße. Nicht ausbrechen. So, damit ich mich nicht während dem Sprechen hier irgendwie aus dem Bild drehe, habe ich mir mal kurz meinen Assistenten, den Vito, dazu geholt. Hallo Vito. Hallo. Der mir jetzt mal so ein bisschen dabei assistieren wird, dass ich mich nicht irgendwo, keine Ahnung, wohin wehen lasse. Wo waren wir stehen geblieben? Wenn dich interessiert, welche Maschinen und Werkzeuge ich in diesem Video oder all meinen anderen Videos verwende, dann werf doch jetzt mal direkt unten einen Blick unten in die Videobeschreibung. Dort wirst du einen Link finden zu meiner Homepage mit einer ausführlichen Auflistung aller Maschinen und Werkzeuge, die ich in meiner Werkstatt verwende. Ein riesengroßes Dankeschön geht an all diejenigen, die mir dabei geholfen haben, dieses Projekt hier zu verwirklichen. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an dich, Laurenz, aber auch an all die anderen, ja, die mir so viele Tipps und Tricks gegeben haben und mich auch in der dunkelsten Stunde, als ich das Handtuch schon werfen wollte, mich unterstützt haben und mir wieder hochgeholfen haben. Vielen Dank auch nochmal an die Distelhäuser Brauerei, die, wie gesagt, das Video hier heute erst möglich gemacht haben. Wenn du noch mehr Bock auf solche Videos hast, so Gartenprojekte, ja, dann zieh dir doch am besten mal dieses Video hier rein. Dort habe ich nämlich die Gartenbank gebaut. Die steht irgendwo da hinten. Oder zum Beispiel auch, wenn ihr euch gerade ein Baumhaus bauen wollt, das, was ihr da im Hintergrund seht, auch dieses Video werdet ihr direkt hier finden. Vielen Dank euch allen fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen ganz, ganz guten Start in den Frühling und den Sommer. Macht's gut!